Warum schweigen die Lämmer? Oder das Phänomen der unsichtbaren US-Kriegsverbrechen. Die allermeisten Menschen sehen sich nach Frieden und Harmonie und sind gegen Krieg und das damit verbundene Leid. Warum aber akzeptiert die westliche Bevölkerung in vielen Ländern die zunehmende Aufrüstung der USA und deren Kriege in aller Welt? Warum können sich die US-Regierungen immer noch als Befreier und Menschenfreunde darstellen? Dieses Phänomen wird in den folgenden Beiträgen genauer beleuchtet. Ein Massenmörder als Ehrengast. Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama besuchte den diesjährigen Evangelischen Kirchentag in Berlin. Willy Wimmer, langjähriger CDU-Politiker und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, beobachtete den Besuch allerdings mit großer Sorge. Er sagte in einem Interview: Er wäre natürlich im Normalfall ein gern gesehener Gast, wenn er nicht Blut an den Händen hätte. Er hat als amerikanischer Präsident weltweit Leute umbringen lassen mit den dazu eingesetzten Drohnen und sonstigem technischen Gerät. Und an jedem Tag seiner Amtszeit hat er Krieg geführt. Was ist das eigentlich für ein Signal, dass Krieg offensichtlich wieder ins Konzept passt? Ein verhängnisvolles Signal. Wie konnte es passieren, dass solch ein Verbrecher ein so hohes Ansehen in unserer Gesellschaft genießt? Professor Mausfeld, warum schweigen die Lämmer? Über 20 Millionen Menschen seien durch US-Angriffe seit dem Zweiten Weltkrieg getötet worden, sagt der Kieler Psychologieprofessor Dr. Mausfeld. Weshalb rufen solch massive Menschenrechtsverletzungen keinen Aufschrei in der Bevölkerung hervor? Mausfelds Antwort lautet: wegen einer Fülle raffinierter, insbesondere psychologischer Manipulationstechniken und Propaganda. In seinem Vortrag geht er dabei auf folgende vielfältige Verwendung von Meinungsmanipulation ein. Fakten werden einfach als Meinungen dargestellt. Beispiel: obwohl es sich beim Irakkrieg 2003 nachweislich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA auf den Irak handelte und sowohl der Öffentlichkeit als auch den Medien diese Tatsache wohlbekannt ist, wird sie als Meinung dargestellt, indem sie tabuisiert, kleingeredet und gar mit dem Vorwurf des Anti-Amerikanismus verbunden wird. Fakten werden in einen fremden Sinnzusammenhang eingebettet, der sie als etwas anderes erscheinen lässt als das, was sie tatsächlich sind. Zum Beispiel so, dass Folter und schwere Menschenrechtsverletzungen bei vielen Menschen keine Empörung mehr bewirken. Beispiel: die von deutschem Boden ausgehenden US-Drohnenmorde werden unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terror als eine Art unabdingbare Todesstrafe ausgegeben. So wird sie von den Deutschen akzeptiert, obwohl sie mehrheitlich gegen die Todesstrafe sind. Gewalt wird weitgehend unsichtbar, wenn sie nicht durch einzelne Menschen, sondern im Namen von Organisationen wie der Weltbank oder des Internationalen Währungsfonds ausgeübt wird. Beispiel: als Zeit Online berichtete, dass durch von der Weltbank finanzierte Infrastrukturprojekte über 3,5 Millionen Menschen rücksichtslos von ihrem Grund vertrieben wurden, kam es in der Bevölkerung zu keiner größeren Empörung. Hätte aber Putin 3,5 Millionen Menschen vertrieben, bliebe ein Aufschrei sicher nicht aus. Durch diese und andere Manipulationstechniken werden die natürlichen Abwehrmechanismen unterlaufen, so dass die Bevölkerung trotz angeborenem Moralempfinden zu drastischen Menschenrechtsverletzungen der westlichen Regierungen schweigt. Wie lange der Bevölkerung die fortschreitende US-Kriegstreiberei noch als akzeptabel verkauft werden kann, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell solch hinterhältige Manipulations- und Propagandatechniken für jedermann sichtbar gemacht werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt uns ein staatlich zertifizierte Faustregel für die Unterscheidung Propaganda und Nachrichten. Wenn Sie das mitnehmen bei der täglichen Lektüre,
haben Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Charakteristisch für Propaganda ist es, die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht dargelegt und Meinung und Information vermischt werden. Nach diesem staatlich zertifizierten Kriterium sind 90% unserer Leitmedien Propaganda, sagt die Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir haben Mentalvergiftungen, die auf den kognitiven Bereich zielen. Dazu gehört das riesige Spektrum Orwellscher Falschwörter, mit denen Politik und Medien versuchen, über die Sprache unser Denken in den Griff zu kriegen. Dabei nutzen sie eine Eigenschaft aus, dass wir von Natur aus zu einem gewissen Wortaberglauben neigen. Wir meinen, wenn ein Wort da ist, dann gibt es auch einen Sachverhalt, der ihm korrespondiert. Das führt dazu, dass wir bereit sind, wenn wir irgendwelche Wörter treffen, beim Zeitung lesen oder sonst was, wir nehmen eigentlich naiv die Wörter, auf die wir treffen, und nutzen sie, um unsere Gedanken mit diesen Wörtern zu organisieren. In dem Moment, wo Sie aber ein Wort benutzen, kaufen Sie ein riesiges Gepäck, was in dem Wort schon bereits drinsteckt, nämlich den ganzen ideologischen Ballast, den ein Wort mit sich trägt. Und Sie kriegen es nicht mit. Es ist eine enorm schwierige Aufgabe. In der Zeit der Aufklärung hat man da versucht, ganz viel Blick drauf zu richten, was diese Art von Ideologiekritik eigentlich heißt. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, unseren Wortaberglauben zu überwinden und immer, wenn wir ein Wort treffen, es wie ein Paket zu betrachten, ein Päckchen, und sagen, jedes Wort ist ein Päckchen historischer Vorannahmen, ideologischer Prämissen, ideologischen Gehalt. Wenn Sie auf ein Wort treffen, müssen Sie es liebevoll und sorgfältig erstmal aufschnüren, bevor Sie es verwenden. In dem Moment, wo Sie es verwenden, sind Sie verloren. Sie müssen es erstmal aufschnüren und reingucken, was ist denn alles in dem Wort drin? Das macht all diese Falschwörter so erfolgreich. In dem Moment, wo man sie hat, organisieren sie unser Denken. Eine andere Klasse sind sogenannte, nenne ich mal so, Denunziationsbegriffe. Die haben noch eine ganz andere Funktion. Besonders beliebt sind Querfront und Verschwörungstheorie. Was macht man mit diesen Begriffen? Nun, diese Begriffe haben eine ganz perfide Logik. Sie haben eine Verklammerungslogik. Man verklammert zwei Dinge, Kritik, die sich auf die Zentren der Macht richtet, verklammert man mit Themen, die geächtet sind, die als pathologisch gelten, die als extrem anrüchig gelten. Man verklammert zwei Dinge, um dann damit einen bestimmten Themenbereich zu einer No-Go-Area zu erklären. Man erklärt bestimmte Themen zu einem gedanklichen Sperrgebiet, weil man, und das sind natürlich alle Themen, die auf die Zentren der Macht zielen, werden dadurch blockiert, dass man bestimmte Themen mit anrüchigen Themen verklammert. Diese Begriffe wirken sozusagen wie eine Giftinfusion und sagen, dieses Thema, mit diesem Thema kann man sich nicht mehr beschäftigen, wegen dieser Verklammerung. Und wer sich damit beschäftigt, kann dies nur unter dem Preis medialer Ächtung machen. Das ist ein ganz toller Trick, Themen, die die Eliten als gefährlich ansehen, durch eine Verklammerungstechnik sozusagen zu immunisieren.